Herzlich willkommen in der Lebenshilfe-Werkstatt in Augsfeld. Da mir die Tätigkeit als FSJlerin hier sehr gut gefällt, möchte ich euch heute meine Aufgaben und die Werkstatt etwas näher vorstellen. Die Werkstatt sucht regelmäßig junge, engagierte Menschen, die sich für ein freiwilliges soziales Jahr interessieren. Mit diesem Videoclip möchte ich einen Beitrag dazu leisten. Neben mir steht Herr Waldhäuser, unser Werkstattleiter. Er wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten. Seit wann gibt es denn die Werkstatt in Augsfeld? Unsere Werkstatt hier in Augsfeld wurde 1977 in Betrieb genommen. Und wie viel Personal ist hier angestellt? Wir beschäftigten im Personalkorb aktuell 72 Menschen. Natürlich nicht alle in Vollzeit, aber wir beschäftigten 72 Kolleginnen und Kollegen. Wie viele Mitarbeiter sind denn hier beschäftigt? Bei Mitarbeitern meinen Sie ja unsere Menschen mit Behinderung, die wir betreuen. Hier haben wir aktuell 276 Menschen, die bei uns in der Werkstatt arbeiten. Seit wann gibt es denn die Zweigstelle in Zell? Unsere Zweigstelle wurde vor circa 10 Jahren eröffnet. Also wir hätten letztes Jahr Jubiläum gehabt, aber es konnte Corona-bedingt leider nicht gefeiert werden. Sehr schade. Wie viele FSJler sind denn im Moment hier beschäftigt? Leider nur 2 mit Ihnen. Also Sie sind eine und eine Kollegin. Was bringt denn junge Menschen dazu, ein FSJ zu machen? Junge Menschen haben bei uns die Möglichkeit, sich in ihrer Persönlichkeit auszuprobieren, sich mit ihrer Persönlichkeit selbst zu erfahren. Also Sie stehen mit einem Kollegen, Gruppenleiter einer Gruppe vor mit 12 bis 16 Mitarbeitern. Sie verteilen Arbeiten, Sie strukturieren die Arbeiten, Sie sorgen für Ruhe, Sie lösen Konflikte, Sie sind der Dreh- und Angelpunkt für die Gruppe. Von da aus her sammeln Sie Führungserfahrung und das ist sicherlich ein guter Grundstein für Ihre berufliche Laufbahn. Vielen Dank, Herr Waldhäuser, für Ihren Beitrag. Vielen Dank, Frau Diro. Als nächstes möchte ich euch einige Bereiche der Werkstatt zeigen. Und mit dem Pflegebereich beginnen. Hier werden kleine Wunden versorgt, Medikamente ausgeteilt und falls erforderlich, finden die Beschäftigten noch etwas Ruhe. Der Mobilitätstrainer kann aktiv oder passiv zum Einsatz kommen. Aus Gründen des Datenschutzes haben wir uns entschieden, nur wenige Personen im Film zu zeigen. Im Förderbereich bekommen Menschen mit einer schwerwiegenden Behinderung eine Tagesstruktur angeboten. Junge Erwachsene können nach dem Besuch der Schule den Berufsbildungsbereich der Werkstatt durchlaufen und dort eine Ausbildung machen. Dieses Bild zeigt den Vorrichtungsbau. Hier werden geeignete Hilfsmittel und Maschinen für unsere Produktion angefertigt. In der Werkstatt gibt es verschiedene Produktionsbereiche. Einer davon ist die Holzbearbeitung. In 3 Schreinergruppen werden zum Beispiel eigene Gartenmöbel hergestellt, Versandkisten für die Industrie gefertigt und vieles mehr. Ein weiterer Bereich ist die Zerspanung. Hier wird Metall und Kunststoff bearbeitet. Der größte Bereich der Produktion sind Montage- und Verpackungsarbeiten. Das machen die meisten Arbeitsgruppen. Die Werkstatt arbeitet für viele Firmen in der Umgebung. Dazu gehört auch die Automobilindustrie. Jetzt sind wir in meiner Gruppe. Wir montieren und verpacken Fittings für Sanitär- und Heizungssysteme. An diesem Arbeitsplatz werden Druckhülsen verpresst und mithilfe einer Lehre das Ergebnis geprüft. Am Druckluftschrauber werden Kompressionsadapter verschraubt. Wir haben in unserer Gruppe im Moment 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Einer von ihnen ist blind, 2 auf den Rollstuhl angewiesen. Alle sind bemüht, dass unsere Produktion gut läuft. Als Einblick in meine FSJ-Tätigkeiten möchte ich euch einen typischen Tagesablauf von mir zeigen. Morgens sperre ich den Gruppenraum auf und bereite ihn vor. Danach hole ich unsere Leute vom Bus ab und helfe bei den Corona-Tests. Als nächstes fülle ich die Anwesenheits- und Essensliste aus. Bei Auftragswechsel oder Produktionsumstellung müssen Maschinen und Vorrichtungen neu eingestellt werden. Liefertermine und Kundenabsprachen müssen beachtet werden. Deshalb ist es auch wichtig, die Fertigung tatkräftig zu unterstützen. Und mit wem fährst du immer fahren, Kevin? Mit Alex. Mit Alex, wer ist denn der Alex? Die produzierten Teile dürfen nicht fehlerhaft sein.
Deshalb wird den Anforderungen entsprechend die Qualität geprüft das Ausschuss gab bis jetzt. Nein. Und dokumentiert. Wir haben in der Werkstatt auch ein Qualitätsmanagement und sind nach ISO 9001 zertifiziert. Immer wieder muss Material bestellt werden, damit die Produktion nicht unterbrochen wird. Teile müssen aus dem Lager geholt und wieder zurückgebracht werden. Mehrmals in der Woche beliefern wir unsere Kunden. Die Ware muss rechtzeitig mit Lieferschein im Lager bereitstehen. Am Feierabend gehen wir wieder gemeinsam zum Bus. Ciao. Ciao. Immer wieder kommt es vor, dass Gruppenmitglieder Redebedarf haben. Zusammen mit der Gruppenleitung kümmere ich mich auch um ihre Belange. Wenn die Gruppenleitung fehlt, bin ich die Vertretung der Gruppe. Bei Bedarf kann ich immer auf Nachbarkollegen und Kolleginnen, dem Fachdienst und den Vorrichtungsbau zugehen. Des Weiteren habe ich noch ein paar besondere Aufgaben, die mein FSJ bereichern. Corona-bedingt haben die Beschäftigten der Werkstatt nicht so viel Bewegung. Als Ausgleich mache ich mit ihnen fast jeden Mittag einen kurzen Spaziergang. Zweimal in der Woche habe ich eine 1:1-Maßnahme mit einer Mitarbeiterin, die einen erhöhten Bedarf an Aufmerksamkeit hat. Wir spielen, malen und basteln zusammen. So bekommt sie die Möglichkeit, auch über ihre Sorgen zu sprechen. Habe ich dich neugierig gemacht? Dann rufe gerne an oder bewirb dich gleich. Wir von der Werkstatt freuen uns auf dich.